Einen schönen guten Tag und Mahlzeit beinahe schon, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am späten Vormittag, 11.40 Uhr, dem 24. April. Und wir wollen uns den DAX näher betrachten, der hier heute gut in den Tag kam. Und keine Frage, die Bullen scheinen sich hier ein Stück weit entgegenzustellen. Doch wir sehen hier am Wochenchart, in der Wochenchartstruktur, die gestrige Handelswoche hier in diesem großen, ach gestrige, die letzte Handelswoche hier mit diesem großen bärischen Muster, hier die aktuelle Handelswoche und ob es denn reicht, hier wirklich nach oben aufzudrehen, das müssen wir jetzt tatsächlich erstmal per Weekly Close sehen. Wir haben vorhin auch hier im JFD Desktop kurz zu sehen, eben schon den großen Beitrag zum DAX und Euro-US-Dollar dargestellt. Hier, wie gesagt, die Korrelation einfach mal im Zuge dessen, sofern der DAX korrigieren sollte, spricht vieles dafür, dass Euro-US-Dollar sich erholt. Und wir hatten ja heute Morgen schon im JFD-Devisenradar den Euro-US-Dollar auch im Big Picture besprochen. Es deutet sich hier eben tatsächlich eine weitere Performance an. Man muss sehen, wann hier die Zeichen definitiv umschwenken, aber die ja, am Horizont aufflackernden Signale sind derzeit wahrzunehmen und insofern Obacht geben, was der Markt hier macht. Schauen wir uns aber den DAX hier im Intraday-Verlauf mal an, im Stundenchart-Intervall hier 24-Stunden-Indikation. Da sehen wir, dass wir hier punktuell an dieser kurzfristigen Abwärtstrendlinie, die hier seit dem 21. April Bestand hat, gescheitert sind. Ja, wir haben mehrere Bestätigungspunkte und genau von diesem Level kommt der Kurs aktuell zurück, auch gleichzeitig dem EMA 100 hier touchiert. Und jetzt sind wir hier wieder am Bereich 10.800, was im Prinzip schon eine Unterstützung früher darstellte, dann hier im Zuge der letzten Bewegungen des gestrigen Handels hier als Widerstand schon fungierte. Jetzt Unterstützung wieder wird, aber ich muss ehrlich dafür sprechen, dass es sich andeutet, dass wir hier die 11.8 wieder unterschreiten und sich, selbst wenn wir jetzt hier über die Mittagszeit ein Stück weit oszillieren, dass sich hier doch ein weiteres Tief andeuten dürfte, was hier 11.700 Punkte wahrscheinlich werden lässt. Wir haben am Nachmittag 14.30 Uhr auch die Auftragseingänge langlebiger Güter und der S&P 500 ja gestern auch in Bestform gewesen. Also die US-Indizes sind hier definitiv ein Stück weit stärker unterwegs als der DAX. Das kann hier auch nochmals zu korrektiven Erholungsimpulsen führen, aber wir sind unterhalb des Wochenpivotpunkts, also Preise, Kurse heute über 11.900 Punkte kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vielmehr würde ich eine weiterfallende Tendenz, wir sehen das aktuell, sofern sie jetzt hier nicht direkt nach unten durchrauscht, also das ist auch möglich, dass wir hier praktisch direkt diesen Weg einschlagen. Ich würde hier sogar Niveaus um 11.700 Punkte nochmal präferieren, wenn nicht sogar eben tiefere Niveaus, also sprich, dass wir hier mit Wochentiefs aus dem Handel gehen und das würde natürlich dafür sprechen, dass ja, die Korrektur beim DAX noch nicht ausgestanden ist. Und das, was wir hier auch in der Korrelationsanalyse schon dargestellt hatten, wie gesagt, mit einem Klick direkt dort aufrufbar, dann werden Sie sehen, dass der DAX hier auch weiteres Abwärtspotenzial genießt. Auf Stundenbasis, wie gesagt, jetzt kurzfristig erstmal hier 11.700 Punkte, der nächste Unterstützungsbereich. Insbesondere wenn wir per Stundenschluss unter 11.8 gehen, sieht es kritisch aus. Hier oben ist ganz klar ein Kreuzwiderstand zu sehen. Den machen wir auch jetzt direkt mal mit einem Kreis fix. Nochmal. So, jetzt haben wir es. Das ist der Kreuzwiderstand. Ganz markant. Und hier kann ich mir nicht vorstellen, dass der DAX sich heute drüber erhebt. Falls es tun sollte, das muss man einkalkulieren. Plan B über 11.9 im Sinne eines Wochenabschluss-Rallye-Impulses, dann vielleicht sogar die 12.000, ist aber definitiv Plan B und als unwahrscheinlich anzusehen. Vielmehr eben hier die blauen Pfeile mit weiteren fallenden Tendenzen in Richtung Süden. Schauen wir dazu nochmal auf den Tageschart. Und wenn wir vom Tageschart sprechen, dann sprechen wir auch von der Tagesstatistik, die, und das werden Sie als aufmerksamer Zuschauer ohnehin schon wissen, dass sich hier am Freitag, dass es sich hier am Freitag speziell um einen negativen Wochentag handelt, mit nur 39% positiver Schlusspreise während der vergangenen 52 Handelswochen. Und das ist eine klar negative Tendenz, die hier durchaus Verluste rein statistisch auch zulassen dürfte. Und wir sehen hier diesen blauen Falltendenz, diese blaue Falltendenz. Ich erwarte mit Blick auf die kommende Woche durchaus weiterfallende Notierungen, wenn nicht sogar noch darüber hinaus in Richtung 11.4, 11.380, 11.350 Punkte. Das ist das nächste Ziellevel, was der DAX hier ansteuern sollte. Nächste Woche haben wir neue Wochenpivotpunkte, neue Resistance- und Support-Levels. Das schauen wir uns anhand des Pivots dann genauer an, wenn eben der Weekly Close steht beim Xetra-Schluss. Aber
Wir wollen erstmal sehen, was sich heute noch tut. Und unter 11.9 ist der DAX hier einfach zu shorten. Jetzt sind wir genau zwischen der Marke von 11.900 und 11.700. Da sehen Sie auch anhand der heutigen Tageskerze so eine Art Doji. Aber grundsätzlich würde ich oder lassen sich hier weitere Tiefs klar präferieren. Entweder speziell unter 11.700 direkt heute oder dann mit Blick auf die kommenden Tage eben hier dann Richtung 11.400, 11.350. Ein durchaus signifikantes Korrekturlevel, was man sich hier ins Visier nehmen sollte. Wie gesagt, auch hier, wenn es über 11.900 rausgeht, dann hätten wir auch diesen kurzfristigen Abwärtstrend auf Tagesbasis überwunden. Dann wäre sicherlich hier so ein Stück weit der Knoten geplatzt und diese Horizontallinien, die wir hier sehen, diese roten, im Bereich 11.875, 11.800. Das ist ja ein zähes Bollwerk aktuell hier als Widerstand aktiv. War zuvor hier im März ein ganz, ganz entscheidender Supportbereich. Der wird jetzt hier gerade umringt. Sozusagen hier findet richtige Price Action statt. Aber es deutet sich an, dass der Markt eben hier diese Niveaus nicht halten kann und nach unten wegdriftet. Das zur Einschätzung vom DAX, kurzfristig wie eben auf Tagesbasis. Wenn Sie mögen, hören Sie uns oder schalten Sie nächste Woche wieder auf den Desktop. Dann geht es weiter. Heute hier die letzte Sendung zum Wochenabschluss. Am Nachmittag gibt es heute ausnahmsweise mal keine Sendung. Nächste Woche dann dafür wieder umso mehr. Auch 14 Uhr ein Webinar. Dazu einfach auf der JFD-Seite mal unter Events schauen. Ich sage jetzt mal vorab schon mal ein schönes sonniges Wochenende und wünsche Ihnen einen erholsamen Wochenausklang. Wenn Sie mögen, hören wir uns in der kommenden Woche wieder. In diesem Zusammenhang auf bald. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.